Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Der Herbst ist komplett angekommen. Es war diese Woche so kalt, so dunkel, so regnerisch, wie es sich für einen November gehört. Ja, es ist ja nicht mein Wetter, aber ich versuche mir jeden Tag einzureden, dass es gar nicht so schlimm ist und dass alles gut ist, solange es nicht schneit. Dieser Trick funktioniert aber natürlich dann auch nur so lange, bis es schneit. Und dann brauche ich, glaube ich, noch eine andere Begründung, weswegen Schnee nicht so schlimm ist, weil es dann bestimmt auch noch etwas Schlimmeres gibt. Ja, es ist die dunkle Jahreszeit, das ist so gefühlt wirklich nicht meine. Ich muss da wirklich auch so ein bisschen aufpassen, da nicht in eine tiefe Stimmung zu sacken. Das können manche bestimmt nicht verstehen, die den Herbst-Winter mögen. Und da auch sagen, hey, da kann ich zu Hause sein, kann mich einkuscheln und ja, das kann ich auch alles, das mache ich auch alles gerne. Aber wirklich diese Dunkelheit, das ist, das schlägt mir wirklich so ein bisschen aufs Gemüt. Aber ich habe hier eine wunderbare Softbox an, die mich wunderbar beleuchtet und es fast wie Sommer ist. Und ich denke, wir quatschen jetzt so ein bisschen über die vergangene Woche, die lesetechnisch ganz gut gelaufen ist. Ich habe ein abgebrochenes Buch dabei. Ich habe eine Serie, jeden Tag eine Folge. Ich habe mich hier wirklich zusammengerissen, eine neue Serie entdeckt. Ich habe geschrieben, im NaNoWriMo mache ich nach wie vor mit. Das Leseclubbuch für November startet nächste Woche. Die Umfrage wird voraussichtlich fürs Dezemberbuch dann morgen online gehen. Da erzähle ich euch auf jeden Fall noch ein bisschen was dazu, oder vielleicht sogar heute, ich weiß jetzt gerade gar nicht, muss man auf das Datum dann gucken. Und es gibt eine Ankündigung für das Kingsiana Hangout, das wir ja vor der Buchmesse nicht mehr hinbekommen haben und es jetzt ja seit nach der Buchmesse aussteht und wir da jetzt einen Termin gefunden haben, den ich euch auch erzählen möchte. Ja, buchtechnisch habe ich tatsächlich nur E-Books diese Woche gelesen und ein Hörbuch gehört. Und das hat mich gerade so beim Herräumen ein bisschen irritiert, weil ich dachte, tatsächlich, so ist es gelaufen. Ja, faszinierend. Muss auch manchmal sein, weil sonst, wenn ich Bücher parallel lese, versuche ich ja auch das Medium zu ändern und zu wechseln. Aber ja, das hat diese Woche, außer das Hörbuch, scheinbar nicht so geklappt. Aber ich denke, wir fangen einfach jetzt erstmal mit den Büchern an. Ich habe die Kurzgeschichtensammlung Gute Knochen von Margaret Atwood gelesen, eine Autorin, die ich ja seit Der Reporter Markt wirklich mega interessant finde und habe mich sehr gefreut, dass ich diese Kurzgeschichtensammlung erhalten habe vom Verlag und habe sie diese Woche auch gelesen. Dann hatten wir gestartet am Sonntag, glaube ich, mit Flashback von Dan Simmons. Dan Simmons, seit Terror liebe ich diesen Autor sehr. Drood mochte ich nicht. Dann wieder Kinder der Nacht, was ich brillant fand. Und wie es so der Reihenfolge scheinbar geschuldet ist, habe ich Flashback dann tatsächlich abgebrochen. Warum und weshalb? Machen wir natürlich später. Nach diesen etwas härteren, düsteren, runterziehenden Geschichten brauchte ich etwas für das Herz und habe mir ein Liebesroman herausgesucht und zwar von Hannah Linse, Für immer auf den ersten Blick. Das klang nach einer wunderschönen Liebesgeschichte, nach Kitsch und Romantik und sie spielt zwar schon im Winter, wo auch richtig Schnee liegt, das hat mich aber tatsächlich gar nicht gestört und ja, war eine Liebesgeschichte. Und als letztes beendet, ja schon letzte Woche erzählt, dass ich damit gestartet habe, ist Monster 1983, die dritte und finale Staffel von Iva Leon Menger. Das habe ich heute Nacht zu Ende gesuchtet und es war grandios. Das verrate ich. Ja, und ich denke, wir starten jetzt auch einfach mal so ein bisschen zu den ganzen Büchern der Reihe nach, wie halt immer. Ich meine, man muss ja ein bewährtes System auch nicht ändern. Ja, gestartet hat das Wochenende, der Sonntag mit Gute Knochen von Margaret Atwood. Das Buch ist ursprünglich aus dem Jahr 2001. Die Neuauflage ist jetzt aus diesem Jahr von Oktober im Piper Verlag. Habe ich auch von diesen dankenswerterweise zur Verfügung gestellt bekommen. Gebunden kostet diese Kurzgeschichtensammlung 16 Euro. Als E-Book kostet sie 10 Euro. Sie gibt es aber eben aus der alten Variante dann gebraucht auch günstiger und sie hat ca. 140 Seiten. Margaret Atwood ist mir aufgefallen durch den Report der Markt. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich genau zu diesem Buch kam.
Das Buch war in aller Munde und dann habe ich es von Susan bekommen, habe es gelesen, durfte es dann auch behalten, weil es für mich ein absolutes Highlight war. Und dann hat die Autorin dieses Jahr auch noch den Friedenspreis des Buchhandels auf der Frankfurter Buchmesse erhalten. Und ich glaube, dass das wirklich nochmal so für einen kleinen Hype sorgt. Denn so manche Serie von ihr ist verfilmt, also manches Buch als Serie. Auch der Reporter Markt war ja bereits als Film verfilmt und ist jetzt als Serie, als Handmaid's Tale, dann im Grunde auch als Serie, ich glaube, auf Telekom ansehbar. Und daher habe ich sie leider noch nicht gesehen. Aber ich habe dafür diese Woche eine andere Serie von ihr geguckt, aber dazu später. Und diese Autorin ist gefühlt schon ein bisschen in aller Munde, weil sie wirklich Weltbilder zeigt, die sehr düster sind, die sich aber sehr echt anfühlen, die, glaube ich, auch für die Zeit, wo sie zum Beispiel geschrieben hat, manche in den 80ern, 90ern oder auch früher, da natürlich so ein Zukunftsszenario bringt und das aber immer auch mit so einem Blick auf die Geschlechterrollen. Und das finde ich wirklich mega interessant, weil an so mancher Geschlechterrolle hat sich, obwohl man es sich einbildet, vielleicht doch gar nicht so viel geändert. Und ja, das macht sie wirklich sehr geschickt und gefiel mir in Reporter Markt wirklich auch sehr gut. Und zudem war es sehr düster, sehr brutal. Und es ist eine absolute Empfehlung. Es war eine wahnsinns dystopische Geschichte, die für mich auch tatsächlich an 1984 von George Orwell rankommt. Und halt auch mit einem anderen Blick auf die Dinge. Und das finde ich einfach grandios. So war ich auch erfreut, dass ich gute Knochen entdeckt habe und mir hier diese Kurzgeschichten sozusagen zu Gemüte geführt hat. Und man kann jetzt natürlich zu diesen vielen Kurzgeschichten gar nicht einzeln etwas sagen. Vor allem, weil die Kurzgeschichten wirklich teilweise sehr, sehr kurz waren und nur 4-5 Seiten gefühlt hatten. Und man so wirklich einen ganz kurzen Eindruck in diese Welt bekommen haben. Es war ein Stil, der sehr zynisch ist, sehr ironisch ist, es ist unglaublich düster und es sind sehr zum Denken anregende Themen dabei, aber diese sind dann halt oft auch sehr märchenhaft beschrieben, was ich an dieser Mischung, und die mag jetzt wirklich merkwürdig klingen, aber ich wirklich toll fand. Also ich fand das sehr atmosphärisch, es hat einen sehr mitgenommen und auch in einer kurzen Geschichte von 5-6 Seiten oder 10 Seiten, wurde man gepackt, man wurde mitgenommen, man denkt über die Geschichte während des Lesens nach und man merkt auch, dass sie noch nachhallt. Und das ist bei vielen der Geschichten so gewesen, die sich mit unterschiedlichsten Themen beschäftigen. Und es ist auch einfach eine Hinterfragung der Geschlechterrolle, die in vielen dieser Geschichten passiert. Und das mag jetzt so trocken und langweilig klingen, Margaret Atwood macht das aber auf eine wirklich ganz besondere Art und Weise, wie sie mir selten untergekommen ist. Und dadurch, dass es dann eben diese ganzen Aspekte hat, ist es eben manchmal dann auch noch so ein bisschen satirisch, wo man sich denkt, das ist so eine Mischung, die total gaga klingt, aber ich finde auch tatsächlich keine anderen Worte dafür. Das sind diese Gedanken, die mir beim Lesen eben durch den Kopf gegangen sind, die ich mir auf meine Notizen aufgeschrieben habe und wie ich jetzt so in Vorbereitung durchgeguckt habe, dachte ich, Steffi, hast du das wirklich alles so merkwürdig aufgeschrieben und zynisch und ironisch und sarkastisch und dann noch satirisch? Das passt so gar nicht zusammen und das ist auch tatsächlich so, aber die Geschichten für sich sind tatsächlich auch so und sie passen gefühlt auch für mich in kein Genre. Natürlich ist es irgendwo ja schon vielleicht Science Fiction oder auch Gegenwartsliteratur, weil sie natürlich auch den Blick auf ihre Welt gerichtet hat. Und es gab Geschichten, die mir besonders aufgefallen sind, die ich wirklich besonders gut fand. Und die habe ich mir auch mal notiert, damit man da anhand von Beispielen natürlich auch mal ein bisschen was erzählen kann. Zum Beispiel, lasst uns dumme Frauen preisen. Allein schon der Titel finde ich grandios. Und hier ist eben eher mit Humor zu sehen. Ihr seht auch, ich lache direkt wieder, weil man eben hier in dieser Geschichte feststellt, wie langweilig wäre denn die Welt ohne dumme Frauen. Und das sind wunderbare Beispiele in dieser Geschichte enthalten, wo ich wirklich dachte, okay, ja, es muss eben auch dumme Menschen geben. Nicht damit die mich unterhalten, sondern damit sie die Welt zu der machen, die sie ist. Und dass wir das tatsächlich brauchen. Jetzt ist natürlich dumm, es ist natürlich mit böser Begrifflichkeit, aber so steht sie nun mal in dieser Geschichte. Und ich wirklich so dachte, ja, wie langweilig wäre die Welt, wenn wir keine Z-Promis hätten. Ich meine, ne, es gäbe keinen Dschungel, es gäbe kein Let's Dance, es gäbe kein Nichts, es gäbe keine Fernsehformate, wenn wir nicht Promis hätten, die sich nicht zu schade für das wären, wenn wir jetzt mal ausgehen, dass sie nicht dumm sind. Aber ihr versteht, glaube ich, hoffentlich den Vergleich. Und so gibt es hier eben auch Beispiele über Dummheiten, die eben Frauen tun, die aber der Welt gut tun. Und ich fand das tatsächlich sehr lustig und
Und es ist hier dann zum Beispiel dieser satirische Effekt, der mit so einem Augenzwinkern rüberkommt, den ich wirklich großartig fand. Dann kam eine Geschichte, wir basteln uns einen Mann. Und sehr geil war hier ein Zitat, was ich mir rausgeschrieben habe. Bitte beachten Sie, dass Männer zwar aus Staub gemacht sind, Frauen jedoch aus Rippen geschaffen wurden. Denken Sie bei Ihrem nächsten Grillfest daran. Ja, auch hier, die Geschichte hat mich sehr unterhalten, denn es spielt natürlich hier sehr auf die Bibelgeschichte Entstehung an und wo ich so tatsächlich das ein oder andere Mal sehr schmunzeln musste und allein dieser Satz, wie die Frau hergestellt wurde und woher der Mann kommt, ich fand das tatsächlich nicht schlecht und dachte mir dann tatsächlich, ja, beim nächsten Grillen, ja, Rippchen, okay. Ja, ich fand es eine tolle Geschichte. Ich meine, man bastelt sich so einen Mann, da redet man ja immer mal so drüber und das hat Margaret Atwood wirklich super rübergebracht und hat mir sehr viel Spaß gebracht. Und dann Mein Leben als Fledermaus war eine Geschichte, die mich unglaublich begeistert und gefesselt hat. Und da geht es eben um Reinkarnation. Und das fand ich Hammer. Also das ist ja auch ein Thema, das mich sehr beschäftigt, das mich wirklich auch sehr anspricht und dem ich ja sehr positiv gegenstehe sozusagen oder entgegenstehe. Nein, also ihr versteht, was ich meine. Und ja, ich so gedacht habe, ja, wenn eine das irgendwie auf diese Art und Weise beschreiben kann, dann Margaret Atwood. Und ja, es gab keine Kurzgeschichte, die ich schlecht fand, die ich total doof fand, die ich irgendwie dachte, was sollte das? Es gab natürlich bessere und auch normalere Geschichten, die einen gut unterhalten haben. Ich fand aber die Mischung wirklich sehr gelungen und ich habe noch eine Kurzgeschichtenband von ihr hier. Tipps für die Reise? Nein. Irgendwie so, Tipps für die Wildnis, glaube ich. Ist, glaube ich, auch ein Kurzgeschichtenband. Und ich möchte auf jeden Fall noch die anderen Bücher so nach und nach von ihr lesen, weil mich der Stil und die Thematiken wirklich sehr ansprechen. Und ich finde, dass sie einfach auch ins 21. Jahrhundert passen und wahrscheinlich noch besser passen als in so manch andere Zeit. Und ja, also von mir eine absolute Empfehlung, wer Kurzgeschichten mag und wer eben diese Themen so ein bisschen mag, die darin besprochen sind und wer eben mit all diesen Dingen wie Zynismus, ja, auch Satire und natürlich Ironie und solchen Dingen umgehen kann und das zu schätzen weiß, der ist bei Margaret Atwood auf jeden Fall richtig. Parallel dazu hatten wir dann ja, in der Dan Simmons Lesegruppe Flashback gestartet. Das ist ein Science-Fiction-Roman des Autors und das ist mein viertes Buch von ihm. Und das Buch ist erschienen 2011 bei Heine, kostet broschiert 16 Euro, als E-Book 13, gibt es aber gebraucht auch schon günstiger. Ich weiß, dass ich mir das Buch damals irgendwann mal mit meinem ersten E-Book-Reader zugelegt habe und er seitdem auf dem Sub lag. Und ja, jetzt eben dadurch, dass wir Dan Simmons für uns entdeckt haben, in diesem Jahr das auch gelesen habe. Es hat 640 Seiten. Ich habe nach einem Drittel, nach knapp etwas über 200 Seiten, das Buch abgebrochen. Und es ist diesmal eben wirklich sehr Science-Fiction-lastig, mit zwar schon irgendwie einer Tendenz zu unserer Zeit, aber unsere Zeit hat sich eben anders entwickelt, weil Dinge passiert sind, die sich unterscheiden zu unserer Geschichte. Ich glaube, das hat so in etwas Sinn gemacht. Und ja, wer sich für die Dan Simmons Lesegruppe interessiert, der guckt einfach mal in die Infobox. Ich packe die Gruppe rein. Im Januar ist geplant, ich glaube, ihr seht hier nicht, Der Berg zu lesen. Also wer sich dafür interessiert, der kommt einfach mal mit dazu. Ja, es ist eine sehr düstere Zukunftsvision, die sehr brutal ist, sehr hart ist, sehr, ja, 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 genau das im Grunde ist und es wirkt auch alles sehr brutal und alles sehr dunkel und hoffnungslos und ja, das war schon, wo ich so dachte, ja, das passt gerade nicht so ganz zu mir und meiner Euphorie, aber es ist nicht ganz so schlimm wie bei Drood, was mich ja wirklich runtergezogen hat, das hat es nicht hingeschafft. Wir haben hier verschiedene Perspektiven, die wir begleiten. Wir haben hier einen Mann, der mal Polizist war, der unter der Flashback-Droge sozusagen süchtig wurde. Wir haben den Schwiegervater von ihm, dessen Enkel bei ihm lebt, also sozusagen der Sohn von dem Polizisten, wo der Sohn so ein bisschen in Schwierigkeiten gerät und der Schwiegervater, also der was uns das erzählt, eben auch merkt, oh, auf dieser Welt, da ist irgendwas los und wir müssen hier, glaube ich, mal irgendwie in ein anderes Land irgendwo und flüchten. Ich glaube, wir sind in den USA, die aber ganz anders funktionieren, als es in unserer Zeit der Fall ist. Und dann begleiten wir natürlich auch noch, ja, so noch eine ganz andere Geschichte, die
sehr unsympathisch ist. Und das ist genau mein Problem mit Flashback, dass alle Charaktere gefühlt sehr unsympathisch sind, totale Idioten sind. Man versteht auch die Beweggründe der Menschen überhaupt nicht. Den einzigen, den ich einigermaßen verstanden habe, war eben der Schwiegervater, der ein sehr sanfter Mensch war, der wirklich auch Emotionen in die Geschichte gebracht hat, den man verstehen konnte. Und das waren auch wirklich die Kapitel, die mir sehr gut gefallen haben. Und ich glaube, wegen der Geschichte von ihm hätte ich vielleicht sogar weitergelesen. Aber mir haben eben einfach die anderen Perspektiven nicht gefallen. Ich fand auch, dass die Atmosphäre nicht wirklich gelungen war. Die hat für mich auch komplett gefühlt immer mal gefehlt. Die Dialoge waren holzig und irgendwie abgehakt. Und das hat sich auf den ganzen Schreibstil so niedergelegt. Und ich glaube, dass es Absicht war von Dan Simmons, das so zu machen in diesen Perspektiven, weil die Perspektiven eben so sind. Aber ich als Leser konnte nicht viel damit anfangen. Zudem hat mir manchmal auch so der Bezug gefehlt, wie hat sich manches entwickelt. Also es gibt da verschiedenste Länder, die entstanden sind, auch so diese Islamisierung, die da drin eine Thematik spielt. Und das sind so Dinge, wo man vielleicht auch gerne mal noch so ein bisschen mehr Hintergrundinfos bekommen hat, die mir auf den ersten 200 Seiten gefehlt haben. Natürlich kann ich jetzt nicht sagen, ob das Buch ab Seite 300 brillant wurde. Das weiß ich natürlich nicht. Ich versuche auch immer mal in die Gruppe zu gucken, wie es die anderen weiterhin so finden, weil mir fehlen ja doch ein bisschen über 400 Seiten und immer mal reinzusehen, ob sich das irgendwie bessert, ob sich das anders entwickelt. Aber ich war auch tatsächlich nicht die Einzige. Es haben ein paar parallel und auch schon vor mir das Buch zur Seite gelegt und gesagt, das gefällt ihnen nicht. Es ist für mich auch überhaupt kein Dan Simmons, wie ich ihn selbst aus Druid, was mir ja auch nicht gefallen hat, weil es zu düster war. Da war er einfach atmosphärisch und konnte eine Geschichte erzählen. Und hier hatte ich dieses Gefühl überhaupt nicht. Und ich dachte so, meine Güte, was schreibst du denn da? Thorsten hatte es schon fast vermutet und hat auch gesagt, Steffi, ich glaube nicht, dass dir das gefallen wird. Aber man wird natürlich nur aus Erfahrung schlauer. Und ich habe das schon nach den ersten 100 Seiten gemerkt, dachte ich, das ist so eine Richtung, weil man eben auch politisch gar nicht zuordnen kann, was möchte einem Dan Simmons damit sagen, in welche Richtung geht eigentlich er und warum wird da so Angst geschürt beim Leser. Ich meine, dass man Angst als Charakter im Buch hat und die sich überträgt, finde ich okay. Aber ich hatte auch immer so das Gefühl, dass ich das auch so empfinden muss. Und ich dachte irgendwie, nee. Und ja, dementsprechend war dann nach 4 Leseabschnitten eben Schluss, was ich sehr schade finde. Aber vielleicht sind es tatsächlich die ungeraden gelesenen Bücher von Dan Simmons, die mich begeistern. Dann steckt alle Hoffnung in der Berg sozusagen drin. Und dann lassen wir dann eben einfach das 6. Buch aus und gehen demnächst zum 7. Ja, also ich meine, das hat sich jetzt natürlich so von 4 Büchern, habe ich 2 abgebrochen und 2 gefeiert. Das ist schon, es ist schon sehr merkwürdig. Also es ist schon, wo ich denke, das habe ich selten bei Autoren. Also, dass das so ausgeglichen ist und man wirklich entweder eine totale Katastrophe hat, dass man sogar abbricht und auf der anderen Seite dann natürlich die Bücher, die man echt feiert, die einem in Erinnerung bleiben und wirklich auch Highlights sind. Und man denkt sich so, ja, also unterschiedlicher können die Empfindungen gar nicht sein. Ich fand es schade, ich hätte gerne weiter natürlich in der Science-Fiction-Geschichte gelesen, aber ich glaube, dass er das einfach für mich nicht konnte und ich da einfach den Fokus auf die etwas historisch belasteteren Bücher vielleicht lege und leider. Und nach all dieser Düsternis war mir dann nach einem Liebesroman und ich greife dazu ja tatsächlich eher selten und ich muss auch wirklich Lust haben, um mich dann in die Geschichte fallen zu lassen. Und ich habe von Hannah Linse Für immer auf den ersten Blick gelesen. Ein neues Buch, das am 2. Oktober diesen Jahres bei Piper erschienen ist, mir auch von diesem zur Verfügung gestellt wurde, was als Taschenbuch 10 Euro kostet, als E-Book 9 und 300 Seiten hat. Also auch eine schöne Länge, wie ich finde, für eine Liebesgeschichte. Ja, wir lernen in dieser Geschichte Anna kennen und die bekommt als Kind von ihrer Großmutter eine wunderbare Geschichte von ihrem Opa erzählt, denn der hatte eine besondere Gabe, denn er war Brillenverkäufer, Brillenmacher und hat immer die perfekt passende Brille für seine Kunden gesucht und gefunden. Und diese Brillen haben die Menschen einfach schöner, besser, wohlfühlender gemacht und es war immer ein besonderes Einkaufen in diesem Brillengeschäft. Allerdings hatte der Großvater auch manchmal eben nicht die passende Brille, musste die Kunden dann leider vertrösten und auch wenn er dann 3-4 Jahre später eine Brille entdeckte, wo er wusste, oh, die passt zu Kunde Müller, dann hat er Müller eben angerufen und gesagt, hey, ich habe hier die perfekte Brille für dich. Eine interessante Gabe, die mich anfangs so ein bisschen an Ollivander und die Zauberstäbe bei Harry Potter erinnert hat und vielleicht das tatsächlich so ein bisschen
so das Gefühl so vermittelt hat und ich das schon sehr schön fand. Also ich fand es tatsächlich nicht, dass ich dachte, Mensch, jetzt hat die sich hier inspirieren lassen, das Gefühl hatte ich nicht, aber ich hatte dieses wohlige Gefühl, wie eben Harry hatte, wenn er seinen Zauberstab in der Hand hält und ihm gesagt wird, der Zauberstab wählt den Zauberer, Mr. Potter. Und so ähnlich habe ich mir das eben bei der Brille dann auch vorgestellt und dachte, das ist ja mega cool. Wenn die Geschichte so anfängt, kann sie nur wunderbar werden. Auch Anna hat eine Gabe, denn Anna kann Menschen zusammenbringen. Sie sieht einen Menschen und ein paar Tage später trifft sie sozusagen das Gegenstück dazu und dann bekommt sie ein Bild vor Augen, einen Film vor Augen, das diese beiden Menschen zeigt und dann weiß sie, dass diese Menschen perfekt füreinander bestimmt sind. Und aus diesem Grund gründet sie eine Partneragentur und geht dann im Grunde auf die Interessen des Gegenübers ein und sucht und findet dann eben auch in der Regel den Partner dazu. Und dann ist es aber nicht so, wie sie geht damit zu den ersten Dates oder erzählt da groß viel den Suchenden etwas darüber. Nein, sie gibt ihr lediglich ein Foto weiter und alles Weitere muss dann der Suchende sozusagen tun. Und so kommen wir mitten in eine Situation, in der ein etwas schnöseliger Typ ein Foto bekommt und ganz enttäuscht ist von diesem Foto, denn die ist ihm 20 Jahre zu alt, viel zu unblond und auch so grundsätzlich überhaupt nicht sein Typ. Und Anna ist total genervt von diesen oberflächlichen Menschen, die nur nach dem Aussehen gehen und nicht ihrer Gabe vertrauen, dass der perfekte Mensch tatsächlich das ist, den sie da eben präsentiert. Und diese Gabe fand ich mega spannend und wirklich super rübergebracht. Und eines Tages trifft sie dann aber wieder auf Ben, einen Jugendfreund, die sich in Kindertagen etwas verstritten haben. Und bei Anna selbst klappt ihre eigene Gabe aber nicht. Und dementsprechend ist sie Single und versucht dann zusammen mit Ben eben ein Buch über die Liebe zu schreiben, denn genug zu erzählen hat sie ja und kommt da zu allerlei Irrungen und Wirrungen. Und das alles spielt in einem verschneiten Berlin und mit einer wunderbaren Atmosphäre. Und es war wirklich eine wunderbar schöne Atmosphäre. Es war sehr romantisch, es war sehr kitschig. Es war natürlich ein bisschen vorhersehbar, wie es ja oft bei Liebesgeschichten ist. Ich lese aber auch so eine Geschichte, damit sie genauso endet, wie ich mir das vielleicht vorstelle. Also ich finde das tatsächlich bei Liebesgeschichten, also ich meine, wie soll sie enden? Na, es gibt entweder ein Happy End oder keins. Und je nachdem, wo die Geschichte eben hinführt, ahnt man ja schon, also es gibt da ja nichts innovativ Neues. Ja? Und was ich hier aber sehr schön fand, war wirklich diese Gabe, die natürlich schon ein bisschen freaky klingt, aber ich wirklich super schön umgesetzt fand. Und ich mochte auch tatsächlich Anna unglaublich gerne und konnte da so richtig mitfiebern und auch ihre Verzweiflung spüren, dass die Gabe bei ihr nicht funktioniert. Und wo das dann alles mal in ihrem Leben hinführen soll und dass sie da die Menschen glücklich macht und für sich selbst kein Glück hat. Der Schreibstil war sehr locker, sehr natürlich, sehr echt und man hatte auch so das Gefühl, man ist so mitten in der Geschichte drin. Es gibt so ein paar wunderbar gezeichnete Nebencharakter, die ich total liebenswert fand, die mir auch echt Freude bereitet haben, immer wenn sie in Szenen dabei waren und es einfach Spaß gemacht hat, so diese Geschichten dieser Liebenden zu erfahren, die Anna zusammengebracht hat, wie sie sie findet, wie sie sie sucht, wie das alles so funktioniert und dann natürlich auch so dieses, wir schreiben jetzt ein Buch über all die Dinge, die passiert sind und so manche Irrung und Wirrung dann natürlich, was ihr eigenes Liebesleben angeht, was die Freundschaft zu Ben angeht und es war eine wunderbare Geschichte, die mir tatsächlich sehr gut gefallen hat. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass es an mancher Stelle schon ein bisschen zu viel des Guten war, was ich so denke, ach, muss man denn immer dann ganz so dick auftragen? Das ist immer nicht meins. Da bin ich halt einfach so ein bisschen vielleicht eigen. Vielleicht fehlt mir dieses Liebesgeschichtsgehen auch einfach, dass ich es so kitschig mag. Ich meine, ich kann ja auch mit New Adult zum Beispiel nicht allzu viel anfangen, was ja an Schmalz und Unlogik manchmal nicht zu übertreffen ist. Wo ich so denke, Mensch, es gibt so viele Frauen, die das toll finden. Warum kannst du es nicht auch feiern? Ich bin eben einfach nicht so. Aber ich fand es tatsächlich eine wunderbare Liebesgeschichte, die zu meiner Stimmung gepasst hat, die den passenden Rahmen an Kitsch hatte. Und es war halt an mancher Stelle einfach nur ein bisschen zu viel und es ging auch an mancher Stelle zu schnell. Und da hätte der Geschichte tatsächlich auch 30, 40, 50 Seiten mehr nicht schlecht getan, gerade gegen Ende hin, wo ich so dachte, das hat sich alles so überschlagen. Und wir reisen zum Beispiel auch mal nach Paris und das ging alles zu schnell. Ich hätte mir da ein paar Eindrücke von Paris gewünscht, ein paar
Gedankengänge dazu von Anna, und das hat so ein bisschen gefehlt und das fand ich schade, denn man bekommt zwar in Berlin einen wunderbaren Eindruck von Berlin, aber dann eben in Paris hat man gar nicht das Gefühl, dass man irgendwie auf Reisen ist. Weil dann kann man sich die Reise ja auch sparen, wenn man nichts von dem Gefühl, was sich da vielleicht verändert, irgendwie beschreibt. Und ja, also ein paar Abzüge gibt es, aber es war grundsätzlich eine schöne Liebesgeschichte, die mir echt gefallen hat, und besonders diese Gabe fand ich einfach großartig. Und ja, es war schön, es hat gepasst für mich und ja, denke ich, ist auch jetzt so zur Winterzeit eine schöne Geschichte, die das Herz ein bisschen erwärmt. Und dann habe ich 1,5 Wochen lang jetzt an der 3. Staffel von Monster 1983 von Iva Leon Menger gehört. Ein Hörspiel, das von Audible produziert ist, was es aber, glaube ich, auch als echtes Hörbuch CDs sozusagen auch zu kaufen gibt. Aber dann am besten natürlich, man hört es sich über Audible an. Ich glaube, die erste Staffel ist aktuell sogar zum halben Gutschein erhältlich, wenn ich das richtig gesehen habe. Also für alle, die mit der Story anfangen wollen, sollten vielleicht diese Chance nutzen. Die 3. Staffel ist jetzt am 31.10. dieses Jahres erschienen. Und ich habe ja bereits in diesem Jahr Staffel 1 und 2 gesuchtet und war mega gespannt auf die 3. Staffel. Es hat eine Hörzeit von um die 11 Stunden, was umgerechnet ca. 440 Seiten sind und von mir auch so gezählt werden. Und darüber führe ich auch keine Diskussion. Es wird von mir gerechnet. Und ja, die Geschichte, man kann jetzt natürlich zu einer 3. Geschichte nicht allzu viel sagen, vor allem weil die Geschichten natürlich aufeinander aufbauen. Wir sind in Harmony Bay, einer Kleinstadt in den USA, und im ersten Teil ist der neue Sheriff Cody mit seiner Tochter Amy und seinem Sohn Michael hingezogen. Ich glaube damals aus San Francisco, wenn ich mich nicht irre. Und ja, seine Frau ist gestorben und er lebt jetzt mit den beiden Kids eben allein in Harmony Bay, und eines Tages passieren merkwürdige Todesfälle. Ja, dort, und ja, die Stadt ist in Aufruhr und alles scheint sich ein bisschen auf etwas Gruseliges zu konzentrieren. Es ist sehr gruselig, es ist sehr spooky, es ist unglaublich spannend, es ist sehr atmosphärisch, und es ist eine Geschichte, die sich eben um diesen Sheriff Cody sozusagen widmet, um die Kinder, um die Menschen in Harmony Bay. Man hat verschiedene Erzählstränge, die die Geschichte eben so aus allen Perspektiven zeigt, und jeder empfindet das ja ein bisschen anders. Und das eben alles als ein Hörspiel, was ja wirklich nur die Stimmen, die Dialoge zeigt, und man erfährt ja auch nur das, was irgendwem anderen erzählt, und nicht, was tatsächlich vielleicht passiert ist. Das ist, ne, muss man immer so ein bisschen bedenken. Ich war anfangs sehr skeptisch, ob so ein Hörspiel was für mich ist. Ich meine, ich bin Hörbuch-Fan, aber Hörspiel ist halt nochmal was anderes. Und ich muss echt sagen, diese Geschichte hat mich total geflasht. Und ich war so angefixt vom ersten Teil. Ich habe dann direkt den zweiten Teil gehört und habe mich mega gefreut, dass der 3. erscheint. Und man hat so eine kleine Änderung im 3., denn man hat hier auch noch eine zweite Zeitebene bekommen, was ich anfangs ein bisschen merkwürdig und kritisch gesehen habe, die aber gegen Ende hin und also schon relativ früh gegen Mitte absolut Sinn gemacht hat und einfach nochmal so einen Erzählstrang aufgemacht hat, den ich mega fand. Also wirklich grandios gemacht. Und man muss sich einfach nur mal vorstellen, man hat hier einen Hollywood-Blockbuster, denn in Deutschen funktioniert das relativ gut, wenn man einige bekannte Synchronstimmen dahernimmt. Und ich habe mir da mal so ein paar aufgeschrieben. Wir haben natürlich das Steckenpferd schlechthin bei Hörbüchern, David Nathan, der zum Beispiel die Stimme ist von Christian Bale oder Johnny Depp. Für mich ist David Nathan in dieser Geschichte tatsächlich mehr Christian Bale, weil ich mir den tatsächlich mehr als Sheriff, so als ernsten Sheriff vorstellen kann als Johnny Depp. Dementsprechend war in meiner Fantasie immer Christian Bale hier am Start. Wir haben Louise Helm, das ist die Stimme zum Beispiel von Scarlett Johansson. Wir haben die Stimme von Simon Jäger, der zum Beispiel Matt Damon spricht und früher auch Heath Ledger gesprochen hat. Wir haben Andreas Fröhlich, der ist die Stimme von Edward Norton und John Cusack. Und zum Beispiel auch Andy Serkins, jetzt verrate ich aber gar nicht mehr weiter, kann sich jetzt erahnen, was hier vielleicht gesprochen wird. Dann haben wir zum Beispiel auch Bernd Rumpf, der die Stimme von Alan Rickman und Liam Neeson ist. Wir hatten
die Stimmen von Tom Selleck alias Magnum, wir hatten die Stimmen von Lord Voldemort, wir haben die Stimme von Sarah Michelle Gellar von Buffy. Es gibt unglaublich bekannte Schauspielerstimmen, die auch manchmal nur in der Nebenrolle sind. Ich muss hier mal kurz so schlief mir das Bein ein, mich ein bisschen bewegen. Unglaublich viele Synchronstimmen, die einem direkt ins Auge stechen sozusagen. Also wenn man diese Geschichte genießt und es kommt so eine Stimme und man hat so einen Schauspieler vor Augen, man denkt sich, das ist so geil. Also wenn da der Film im Kopf abläuft, dann war das für mich wirklich ein Hollywood-Blockbuster, der einfach grandios war. Es war atmosphärisch, es war spannend, es war düster, es war gruselig, es war typisch 80er, es war einfach der Hammer. Und jeder, der so ein 80er-Jahre-Gruselfilm-Fan ist, was so in diese Richtungen geht, der tatsächlich vielleicht auch Stephen King mag, der vielleicht auch Stranger Things mag, der ist, denke ich, bei diesem Hörspiel absolut richtig. Das ist wirklich der Hammer. Es war grandios. Ich habe alle drei Staffeln geliebt. Die schwächste ist für mich vielleicht tatsächlich fast die dritte, weil da manches so ein bisschen war, wo ich dachte, naja, ha. Aber es ist wirklich Jammern auf sehr hohem Niveau und es ist wirklich eine Hörspielreihe, die ich absolut empfehlen kann, die ich absolut und abgöttisch liebe und ich, es war einfach Hammer und ich hätte nicht gedacht, dass mir ein Hörspiel so gefallen kann, dass mich das so mitreißen kann, dass mich das so packen kann, dass ich da so mitgehe, dass ich da so mitfiebere und diese Spannung, die sich da auftut und tatsächlich da das Grauen zum Greifen ist und man das manchmal dann am besten tatsächlich auch bei Licht hört und von mir gestern dann total gesuchtet wurde und auch dann nachts noch zu Ende gehört wurde und ich dachte, das einfach der Wahnsinn. Also ich bin da absoluter Fan dieser Reihe, kann ich absolut empfehlen. Ich muss mal gucken, ob Eva Leon Menger noch irgendwas anderes gemacht hat, was man sich vielleicht anhören kann. Ich glaube, dass das tatsächlich sehr gut sein kann. Da mal gucken, was ich da ein bisschen finde. Und fand ich wirklich großartig. Und dann habe ich in den letzten zweieinhalb Wochen, seitdem sie hier ist, auch die aktuelle Flow gelesen. Das ist ja was ich zum Beispiel in der Spätschicht gerne morgens lese, weil man da so ein bisschen einfach von einem Artikel zum anderen gehen kann und halt nicht so gleich 100 Seiten lesen müsste, könnte, sollte. Und hier heißt es so schön, gute Freunde, warum sie gerade heutzutage so wichtig sind und es ist gut, etwas Langsames zu tun, bevor man im Leben eine wichtige Entscheidung trifft. Und das sind auch wieder so die Themen, die so diese Herbstausgabe auch begleitet. Ich weiß gar nicht, ob es in diesem Jahr wahrscheinlich sogar noch eine gibt. Am 28. November erscheint die nächste. Ich glaube, alle 6 Wochen erscheint die Flow und ich finde die auch optisch wieder super schön herbstlich. Und auf Instagram teile ich ja immer, versuche ich immer dran zu denken, euch so ein bisschen mitzuteilen, dass jetzt die neueste Ausgabe da ist. Weil da viele immer fragen, zeig sie doch nicht erst, wenn du sie gelesen hast, sondern schon, wenn du sie kaufst. Das versuche ich auf Instagram und Facebook zu tun. Und ich bin ein absoluter Flow-Fan. Ich mag die wirklich unglaublich gerne. Ich habe jede Ausgabe und es ist keine schlecht, keine, die ich blöd finde. Und ich lagere die auch alle. Die Flow wandert ja dann noch so ein bisschen im bekannten Freundeskreis, auch durch die Arbeit. Und ich denke, wenn ich die jetzt morgen in der Arbeit weiterreiche, sehe ich sie wahrscheinlich erst im Januar wieder. Und dann geht die nächste im Grunde auf Reisen. Und ich glaube, mir fehlt die letzte noch. Muss mal gucken, wo der aktuelle Stand ist. Aber dann habe ich diese Woche eine neue Serie entdeckt. Und zwar auf Netflix alias Grace. Habe ich irgendwie zufällig entdeckt und eigentlich wollte ich keine Serie diese Woche anfangen, weil ich ja auch Zeit immer brauchte, um zu schreiben. Und es ist eine Miniserie mit 6 Folgen in der ersten Staffel und ich habe wirklich mir diese Staffel so eingeteilt, dass ich jeden Tag eine Folge geguckt habe, einfach damit ich nicht in diesen Seriensuchtmodus verfalle und gefühlt alles andere um mich herum vergesse. Das ist eine Geschichte von Margaret Atwood, die relativ alt ist, ich glaube aus den Ende der 90er Jahren von ihr geschrieben wurde, ist auch mittlerweile neu aufgelegt. Und als ich das dann gesehen habe, dass sie inspiriert ist von Margaret Atwood, dachte ich, die musst du dir einfach angucken. Ja, wie es da natürlich so ist. Die Geschichte spielt 1850 und beruht auf mehr oder weniger Tatsachen aus dieser Zeit von einer von einem kanadischen Mädchen, die berühmt berüchtigt war dafür, eben eine Mörderin zu sein.
Und Margaret Atwood hat diese Geschichte von Grace Marks aufgenommen und natürlich so eine Geschichte drumherum gebastelt und wahrscheinlich auch dann das Ende, das eben nicht überliefert ist, von ihr im Grunde erzählt hat. Ja, Grace kommt als sehr, sehr junges Mädchen von Irland nach Kanada, hat einen alkoholkranken Vater, der sie sehr brutal im Grunde in das Leben bringt, sie auch irgendwann rauswirft und sie dann eben anfängt als Magd zu arbeiten und dort eben eine ihrer besten Freundinnen trifft und recht schnell merkt, das Leben ist nicht immer fair und eines Tages wird ihr eben unterstellt, dass sie ihren Herrn sozusagen umgebracht hätte, zusammen mit der oberen Hausdame sozusagen, also im Grunde auch diese Dienerin, die eben so darüber steht, über der Magd. Und sie steht im Grunde vor Gericht, wird für schuldig besprochen und lebenslang in Haft gesteckt. Und innerhalb dieser Haft, ein paar Jahre später, kommt dann eben Dr. Jordan, der mit neuen Mitteln, so einer psychologischen Art sozusagen, eben herausfinden soll, ob sie sich wirklich nicht dran erinnert, wie sie es behauptet, oder ob sie doch irgendwie schuldig ist. Und das versucht er eben in Gesprächen, bei denen wir anwesend sind, eben herauszufinden und können hier sowohl ihn beobachten, wie natürlich auch Grace Marks. Und ich muss hier direkt sagen, die schauspielerische Leistung ist der Hammer. Sarah Gadon spielt Grace und mir kam die so direkt bekannt vor, die Schauspielerin, und sie hat zum Beispiel Sadie in Der Anschlag gespielt. Und schon da fand ich sie tatsächlich die beste Schauspielerin innerhalb dieses katastrophalen Serienadaptionen von Stephen Kings Der Anschlag. Hier war sie der Hammer. Sie ist für mich wirklich Wahnsinn, was sie mit Mimik und Gestik macht. Toll, wie sie da mit ihrer Stimme arbeitet, wie Blicke gefühlt auch töten könnten. Und wirklich Wahnsinn. Auch unser Dr. Simon Jordan, der gespielt von Edward Holcroft wird, fand ich Wahnsinn. Ich mochte diesen Schauspieler unglaublich gern zusehen. Und man hat in den Blicken der beiden gefühlt wirklich gedacht, sie sind diese Menschen. Und ich fand das echt Hammer. Zudem ist diese Geschichte unglaublich atmosphärisch. Sie ist packend, mitreißend, geht unglaublich unter die Haut. Sie hat so manchen Gruselfaktor, wo man in die Abgründe der menschlichen Seele blickt und sich nur denkt, Wahnsinn. Also es macht wirklich was mit einem, es bringt einem zum Nachdenken, auch diese ganze Hinterfragung, wie man damals eben mit hysterischen Frauen vielleicht auch umgegangen ist, was mich so ein bisschen an Runa erinnert hat, aber nur in ganz sachter, greifbarer Form, weil es da tatsächlich eher die Erinnerungen von Grace sind, die einen mitnehmen. Man sieht hier, wie Menschen gebrochen werden, wie Menschen im Grunde dahin gebracht werden, dass sie das tun und sagen, was man soll und wie damals vermutlich genauso umgegangen wurde, und ich mochte diese Zeitreise, die mir hier geboten wurde, und es ist absolut ein Buch, was ich unbedingt lesen möchte, weil wenn mich schon eine Serie so packt, kann das Buch ja gefühlt eigentlich auch nur noch einen Spur besser sein, einen vielleicht noch tiefer mitreißen. Es heißt in manchen Rezensionen des Buches, dass es manchmal leider ein bisschen langatmig war. Aber ich denke, da kann man vielleicht dann tatsächlich drüber hinwegsehen. Aber wenn das in so eine Richtung geht, wie der Reporter Markt, und es hört sich ja zumindest so an, dass man wieder diese verschiedenen Gesellschaftsstrukturen hat, die eben damals ganz anders waren als unsere. Und dieser geschichtliche Aspekt, es war halt tatsächlich so, der nimmt einen oder mich wirklich besonders mit. Alleine wenn sich da um Wäsche gekümmert wird, wo man heute denkt, Wäschekorb, Waschmaschine, Waschen, Trockner, Aufhängen, Schrank. Gut, man kann auch noch bügeln. Und was das damals für ein Aufriss war, um irgendwelche Bettlaken zu waschen, um Kleider zu waschen, und dass man die im Winter gekürzt hat, damit der Dreck sich nicht dran setzt, und im Sommer hat man sie wieder rausgelassen, damit es wieder schicker aussieht, und all solche Dinge, das ist einfach immer das, diese Feinheiten, diese Details, die ich eben aus historischen Dingen so liebe, und das fand ich hier wirklich super rübergebracht. Ich bin absolut begeistert von dieser Serie, und jeder, der Netflix hat und sowas gerne guckt, der ist hier absolut richtig und sollte unbedingt mal reinschauen. Und mit 6 Folgen, finde ich, ist das jetzt auch keine extreme Zeit, die das in Anspruch nimmt. Es sind halt keine 6 Staffeln, und ich bin mega gespannt auf das Buch und bekomme immer mehr Lust auf die Verfilmung von Der Reporter Markt, und ich muss mal gucken, wem ich finde mit Telekom, wo ich mich jeden Tag einladen kann. Und
Auch diese Woche habe ich fleißig an meiner Geschichte geschrieben. Ich habe von Montag bis Freitag wirklich, nein, von Montag bis Donnerstag wirklich immer meine Worte geschafft. Das sind ja die 1667 Seiten. Insgesamt soll die Geschichte nach diesen 30 Tagen im November ja 50.000 haben. Freitag bin ich leider nicht zum Schreiben gekommen, da ich ja in, also nicht leider eigentlich, es war auch klar, dass das an diesem Tag nichts wird. Einfach weil ich ja in Nürnberg war, mich mit der lieben Miri getroffen habe und wir wirklich einen ganz, ganz tollen Tag zusammen hatten und auch die liebe Claudia dabei war. An alle beide einen lieben Gruß. Es war ein super schöner Tag. Ich hätte aber vor früh nicht schreiben können. Auch abends, als ich um 12:30 heimkam, wollte ich nicht noch schreiben und habe auch Samstag tatsächlich nicht geschrieben. Heute war ich tatsächlich dann schon fleißiger, also heute ist Sonntag bei mir und habe schon, ich glaube, knapp 1000 Worte und denke, dass der Rest sich dann im Nachmittag noch ergeben wird. Und ja, ich lasse mich tatsächlich nicht demotivieren davon, wenn es mal ein, zwei Tage nicht klappt, weil ich denke, mich bringt ja keiner um am Ende, wenn ich es nicht schaffe. Und mich haben ganz viele auf Instagram, Facebook und auch hier gefragt, ob ich denn auf dieser Seite angemeldet bin. Und nein, ich bin nicht angemeldet. Ich bin kein Mensch von Gruppenzwang, von Gruppenveranstaltungen. Ich bin auch kein Freund von Vereinen und dementsprechend glaube ich nicht, dass es mich motivieren würde. Ich glaube eher, dass ich demotiviert wäre, wenn ich sehe, wie viele Menschen um mich herum schon mehr haben als ich selbst. Und ich mir so denke, ach ja, naja, okay. Und wenn die schon haben und du nicht, kannst du es auch lassen. Ich mag sowas einfach nicht. Ich bin nicht der Mensch, der sich mit anderen vergleicht. Ich bin nicht der Mensch, der da, also das würde mich, also ne, eher vielleicht sogar denken, jetzt ja, sind die alle so flott und du nicht? Es würde mich nicht dazu antreiben, mehr zu schreiben, vor allem weil ich einfach nicht der Mensch dafür bin und am Ende einfach gar keine Lust hätte, auf diese Seite zu gehen. Dementsprechend, ich bin, glaube ich, da vor Jahren, habe ich mich da mal angemeldet, werde das aber nicht irgendwie verfolgen und werde da auch nicht meine Geschichte irgendwie hochladen und ja, überhaupt mal gucken, was am Ende mit der Geschichte passiert. So die Stunde, die ich mir jeden Tag genommen habe, um die ja, Wortzeichen sozusagen zu schreiben, fand ich immer, das hat relativ gut geklappt. Es passt für mich tatsächlich auch eher unter die Woche als an ein entspanntes Wochenende, da ich das tatsächlich eher nicht zur Entspannung tue, sondern natürlich schon es so einen Arbeitscharakter hat. Ich fand es auch tatsächlich heute am Sonntag komisch, weil ich am Wochenende eher selten an dem PC sitze. Natürlich mal, um ein Video zu schneiden, um es hochzuladen, für sowas natürlich schon. Oder wenn man in Lesegruppen ist, sich da auszutauschen. Dann aber natürlich eher aus diesem Spaßcharakter heraus. Und ja, aber ich werde einfach mal gucken, wie es weiterläuft. Ich meine, noch ist da noch nicht mal die Hälfte geschafft. Wir haben heute den 12. Also vielleicht holt man an manchen Tagen auch einfach nochmal was raus. Und ja, aber es läuft gut, es macht Spaß und ich bin auch noch sehr motiviert. Ich weiß nach wie vor nicht, was danach mit der Geschichte passieren wird. Ja, dementsprechend müssen wir uns da alle ein bisschen gedulden, wie es mir am Ende dann selbst gefällt und ob ich nicht nur denke, schön, dass du es runtergeschrieben hast, das reicht aber. Vielleicht dauert es dann auch ein Stück, ob ich mich überhaupt dazu entschließe, es dann zu veröffentlichen, wer weiß. Ne? Also von daher, ich versuche euch da so ein bisschen auf den Laufenden zu halten, wenn ihr das möchtet, weil ich denke, dass das durchaus auch motivierend sein kann, wenn man eben Positives hört, aber oder auch mal positiv davon erzählt und man dann so einen Ansporn hat zu sagen, oh, ja, da machst du einfach weiter, weil man will ja dann was Positives erzählen. Das funktioniert tatsächlich eher, aber ja, das so viel zum Lesen. Dann ist ja unser Leseclub-Buch im November ist ja die unendliche Geschichte von Michael Ende, ein Buch, das ich schon, glaube ich, 2 oder 3 Mal in meinem Leben gelesen habe. Das ist eine Ausgabe aus 1995, das steht zumindest drin, weil ich in dieses Buch wunderbar reingeschrieben habe. Dieses Buch gehört Steffi, 17. Juli 95. Und ich weiß gar nicht, von wann diese Aufgabe war, also theoretisch ja von 79 und Printed in Germany 94, es ist die zweite Auflage, also eine uralte Ausgabe, die auch wirklich einfach schon aussieht wie über 20 Jahre alt und schon an unmöglichsten Stellen auch gelesen, wie ich finde. Ich glaube, vorne fallen auch schon so die Seiten raus. Aber es macht dem Buch so einen besonderen Charme. Wie ihr seht, das Buch ist eingeteilt. Wir starten am 20. November
Und wer noch Lust hat, das Buch mitzulesen, findet natürlich unten den Link in der Infobox. Der ist da auch immer drin, weil ich finde, gemeinsam lesen macht einfach Spaß. Und hier hat man auch eine wunderbare Möglichkeit dann des Austausches. Und ich freue mich sehr auf diese Geschichte, die mal wieder zu entdecken. Und ja, hat mir gefallen. Dann steht zur Umfrage jetzt, ich denke mal heute am Sonntag oder spätestens morgen, dann am Montag für eine Woche, ja, das neue Buch für den Dezember, und wir widmen uns hier den Winter-Weihnachtsbüchern und haben drei Bücher zur Auswahl, und zwar einmal Wunder einer Winternacht, die Weihnachtsgeschichte von Marco Leino, und wir haben hier die wahre Geschichte vom Weihnachtsmann. Hoch oben im Norden lebt der kleine Nikolas. Als er durch einen tragischen Unfall zur Waise wird, nimmt das ganze Dorf sich seiner an. Ein Jahr lang darf Nikolas bei jeder Familie bleiben. Wenn der Weihnachtsabend naht, muss er weiterziehen. Voller Dankbarkeit schnitzt Nikolas Jahr für Jahr Geschenke für seine Familie. Als er zum bösartigen Tischlermeister Lisaki in die Lehre kommt, scheint sein Glück vorbei. Der bärbeißige alte Mann hasst Kinder. Klingt auf jeden Fall nach einer wunderbaren Weihnachtsgeschichte, die natürlich so ein bisschen erinnern lässt. Aber ich denke, dass man solche Geschichten gar nicht genug lesen kann, um in Winter-Weihnachtsstimmung zu kommen. Dann das zweite Buch ist Eine himmlische Begegnung von Guillaume Musso. Juliette Beaumont hat es nicht geschafft, in New York als Schauspielerin zu reüssieren. Am Vorabend ihrer Abreise nach Paris wird sie auch noch fast von einem Auto überfahren. Doch der Fahrer Sam Galloway kümmert sich rührend um sie. Sie verlieben sich ineinander und erleben eine leidenschaftliche Nacht. Als Juliettes Flugzeug am nächsten Morgen startet, explodiert es in der Luft. Sam ist verzweifelt. Er ahnt nicht, dass das Schicksal ihre Liebe einen Aufschub gewährt. Es klingt nach einem klassischen Musso, wo man bestimmt noch so einen Funken Magie erwarten darf. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch eine sehr schöne Geschichte ist. So auch wie die dritte Winterblüte von Corinna Bohmann. Ein Winterbuch zum Träumen. Das elegante Ostseebad Heiligendamm um 1900. Wenige Wochen vor Weihnachten wird eine junge Schiffbrüchige an den Strand gespült. Ihr Name und ihre Herkunft hat sie vergessen. Nur an die Bedeutung des Barbara-Zweigs erinnert sie sich. Sie stellt einen Zweig in die Vase und hofft auf die Rückkehr ihrer Erinnerungen. Wenn die Knospen an Heiligenabend blühen, wird ihr Wunsch in Erfüllung gehen. Auch ihre neu gewonnenen Freundin Johanna, die von ihren Eltern zu einer raschen Heirat gedrängt wird, setzt auf die alte Tradition des Barbara-Zweigs. Doch sie ahnt, der Brauch allein wird ihr nicht helfen. Eine wunderbare Geschichte, die sich so ein bisschen an diese Barbara-Zweige-Tradition richtet. Der soll ja dann blühen am 24. Dezember. Und ja, es klingt einfach traumhaft schön. Wir reisen hier in die Vergangenheit. Und ich glaube, dass man mit allen drei Geschichten in wunderbare Winter-Weihnachtsstimmung kommen wird. Wenn ihr da abstimmen wollt, wenn ihr Lust habt auf eine der drei Geschichten, dann guckt einfach in den Leseklub. Die Umfrage sollte gestartet sein oder wird gestartet, je nachdem, und dann denke ich, kann man dann in der nächsten Woche auch schon den Sieger bekannt geben, und ich bin mega gespannt, was es wird. So zur Orientierung, wir werden diese Geschichte ein bisschen früher lesen, damit man eben spätestens, denke ich, am 23. Dezember fertig sein wird. Es kann also durchaus sein, dass wir hier schon am 13., 14., 15. mit der Geschichte starten, weil ich denke, dass man dann nicht erst am 20. in Weihnachtsstimmung kommen möchte und über den 24. lesen möchte, und dementsprechend ja, versuchen wir jetzt natürlich schon ein bisschen früher abzustimmen, damit man trotzdem noch 2-3 Wochen Zeit hat, um sich dann die Bücher auch oder das Buch dann natürlich auch zu besorgen, wenn man mitlesen möchte. Von uns Vieren sind diese Bücher eben auf dem Sub, beziehungsweise sprachen uns eben vom Sub des anderen an, und ja, ich bin mega gespannt, was es wird, was wir da lesen, und ja, ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Ja, und der letzte Punkt auf meiner Liste heute ist die Ankündigung zum Kingsiana Hangout. Lange haben wir alle darauf gewartet, dass wir hier einen Termin finden. Und in München haben wir dann natürlich auch darüber gesprochen. Und wir konnten uns auf den 16. November, diesen Donnerstag, einigen. Um 19.30 Uhr gehen wir auf meinem Kanal live. Seid also im Hangout, im Chat mit dabei. Und wir haben wieder allerlei Themen von ja, Stephen King, von Serien, die wir suchten, Bücher, die wir toll und nicht so gut fanden.
allerlei Dinge. Ich hoffe, dass wir bis dahin vielleicht sogar alle geschafft haben, den Orient Express zu gucken, den ich mir am Dienstag ansehe. Ich weiß, Thorsten hat ihn schon gesehen und vielleicht können wir auch darüber ein bisschen sprechen und über so manche Serie. Also wieder ein buntes Potpourri an Themen. Ich liebe dieses Wort. Und ja, hoffe, dass ihr da auch mit dabei seid. Haltet euch den Donnerstagabend also frei, beziehungsweise ist er ja dann danach auch noch zu sehen. Er verschwindet ja nicht. Und ja, so ist es. Ja, das Kingsiana Hangout. Ich glaube, jetzt habe ich nichts mehr auf meiner Liste. Ich gucke hier mal kurz durch. Nein, ich habe über alles diese Woche gesprochen. Ich glaube, es war jetzt auch ein relativ langes Video. Ich habe doch ein bisschen ausführlicher geredet, als ich wollte. Aber ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meiner Bücherwoche. Mich interessiert natürlich wie immer, was habt ihr diese Woche so gesehen, so gelesen, so gehört? Immer her in den Kommentaren damit. Vielleicht kennt ihr das ein oder andere Buch ja auch schon oder vielleicht auch irgendwas Spannendes von Margaret Atwood, wo ihr sagt, Steffi, das musst du unbedingt zuerst lesen. Immer her damit, würde ich mich mega drüber freuen und danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.